Ach, guck mal an, wer ist denn da? Meine untreue Ehefrau und ihr Gespiele. Mach dich mal locker, Alter. Nix mach ich. Ey. Außer dir mal ordentlich die Fresse zu polieren. Beruhigen Sie sich endlich. Du merkst, dass wir mich jetzt Sack, nicht bebrauen von Knastkollegen, Ben, du Arschloch. Jetzt krieg dich mal wieder ein, ja? Lass mich. Lass mich von den beiden Affen nicht verarschen. Sei jetzt still und setz dich hin. Scheiße. Jetzt hören Sie aber auf. Ich krieg dich mal ab, ja? Scheiße, Alter. Warum geht's denn nicht, mein Freund? Scheiße. Also jedenfalls vielen Dank, Herr Sinn, dass Sie sich gemeldet haben. Die Ermittlungen laufen auf Hochtouren. Und ich glaube, dass wir zu einem guten Ergebnis kommen. Der da drüben, das ist der Mörder vom Klaus. Ja, ich weiß, das ist der Ronny Peschke. Den haben Sie auf den Bildern erkannt bei der Polizei. Sie haben das ja auch zu Protokoll gegeben. Ja, das soll ja auch der Mörder von Klaus Auer sein. Ich meine, wir haben nicht mehr als Ihre Aussage in der Hand. Aber vielleicht können Sie uns in dem Prozess weiterhelfen. Ja, aber, Herr Staatsanwalt, ich habe tierische Angst. Sie brauchen keine Angst haben, es kann nichts passieren. Kommen Sie, wir gehen in die Geschäftsstelle. Da können Sie in Ruhe warten. Kommen Sie mit. Kommen Sie mit. Pascal. Kommen Sie mit. Komm, hier hoch. Kommen Sie. Komm. Kerstin Loos, geboren 13. April 1987 in Frankfurt an der Oder, wohnhaft in München, verheiratet, ohne Berufsausbildung, arbeitslos. Ronny Peschke, geboren 1.6.1983 in Köln, ledig, ohne Berufsausbildung, seit dem 15.10.2008 in Strafhaft in der JVA München-Stadelheim. Der Angeklagte Peschke und die Angeklagte Loos verschafften sich in der Nacht zum 21.07.2009 zwischen 21.30 Uhr und 8 Uhr morgens Zutritt zum Euro- und Cent-Supermarkt in Regensburg, indem sie einen Pflasterstein durch das Ladenfenster warfen. Dort nahmen sie 12 Zigarettenstangen, 11 Flaschen Wodka sowie diverse Lebensmittel im Gesamtwert von 370 Euro an sich und flüchteten. Am Morgen des 22.07.2009 verkauften die Angeklagten einen Großteil ihres Diebesgutes auf dem Autobahnrastplatz Himmelsruh nahe Weidhaus an der tschechischen Grenze an Reisende. Der Angeklagte Peschke befand sich zu dieser Zeit auf Freigang vom Strafvollzug und war mit der Angeklagten Loos, mit der er ein Verhältnis hatte, mit dem PKW auf den Weg nach Tschechien, wo er untertauchen wollte. Mit der Tat verschafften sich die Angeklagten Geld und Proviant für die Reise. Die Angeklagten werden somit des gemeinschaftlichen Diebstahls in einem besonders schweren Fall beschuldigt, strafbar gemäß dem Paragraphen 242 Absatz 1. Bevor wir anfangen, Herr Peschke, mit Ihrer Verletzung alles in Ordnung? Oder brauchen Sie einen Arzt zunächst? Passt schon, mir fehlt nichts. Woher haben Sie eine Verletzung? Ist eben passiert. Also mein Mandant ist gerade draußen mit dem Zeugen Axel Loos aneinander geraten, deshalb diese Verletzung. So. Aber die anwesenden Polizeibeamten haben das gleich schlichten können. So habe ich das auch gehört. Das wäre eigentlich ein Grund, Ihnen die Handschellen anzulassen. Ist aber sehr unbequem, oder? Also Sie können Ihnen die Handschellen abnehmen, wenn Sie versprechen, dass Sie vernünftig verhalten. Ja? Wenn wieder was ist, haben Sie sofort wieder Handschellen an, dass das klar ist. Ja? Gut, dann fangen wir mal an. Und zwar zunächst mal mit Ihnen, Frau Loos. Wollen Sie sich zu dem Vorwurf äußern? Ja. Steht Ihnen frei. Ja, und was sagen Sie dazu? Ja, dass der Ronny mich nur beschützen wollte. Also der Ronny und ich, wir sind halt ein Paar. Und der wäre niemals abgehauen. Also der ist nur wegen mir nicht wieder zurück in den Knast gegangen. Halt um mich zu beschützen, um mir zu helfen. Also sie dürfen ihm da jetzt echt keinen Strick draus machen. Und wieso sind Sie denn dann auf der Flucht gewesen? Ja, weil er mich beschützen wollte. Vor wem? Von meinem Ehemann, Axel. Der hat gesagt, dass er, wenn er rauskommt, uns beide umbringen will. Aber Ihr Ehemann, Axel Loos, der sitzt doch selbst. Der verbüßt doch seit 2 Jahren eine Haftstrafe in Stadelheim wegen schwerer Körperverletzung. Ja, aber der hat im Knast irgendwie rausbekommen, dass der Ronny und ich, dass wir halt was miteinander haben. Und da hat er gesagt, dass er bei seinem Hafturlaub zu mir nach Hause kommt und uns beide abknallt. Und woher wollen Sie das wissen? Naja, von dem Ronny. Der sitzt ja auch. Aber halt, der ist halt Freigänger, der darf vormittags raus zum Arbeiten und der sitzt auch nur wegen einer Kleinigkeit. Also Frau Loos, wegen einer Kleinigkeit sitzt keiner in unserem Land, ja? Ja gut, er wurde ein paar Mal beim Schwarzfahren erwischt und er hat einmal was geklaut. Also weswegen Ihr Nebenmann da sitzt, das werden wir dann beim BZA-Auszug schon noch hören, ja? Jetzt sind wir aber gerade dabei, woher Sie von dieser angeblichen Morddrohung mit Ihrem Mann gehört haben. Ja, von dem Ronny. Der hat das im Knast mitbekommen, dass der Axel sich damit angegeben hat oder dass ihm das halt gesagt hat, dass der uns beide umbringen will. Nur komisch ist bei der ganzen Geschichte, dass von den Knastgenossen Ihres Ehemannes keiner was über die Morddrohungen weiß. Ja, ist klar, oder?
Die hauen sich ja wohl nicht gegenseitig in die Pfanne. Ist doch klar, dass die nichts sagen. Und wann wollten Sie dann gemeinsam mit dem aktuellen Freund, dem Herrn Peschke, fliehen? Das war am 20.07. Da war der Ronny halt schon relativ früh bei mir. Und also es musste halt alles ziemlich schnell gehen. Ich habe dann halt so die nötigsten Sachen gepackt. Also Reisepass, Geld, Essen, was noch da war. Also Brot, Kekse, Milch und so. Ja, und ein paar private Sachen, dann sind wir los. Und hatten Sie einen Plan, wo Sie hin wollten? Nee. Fahr los. Ja. Bei Ihrer Festnahme, ja? An der tschechischen Grenze sind Sie festgenommen worden. Da ist diese handgemalte Karte gefunden worden. Da ist auch offensichtlich irgendein Ort in Tschechien drauf gemalt. Ja. Alle Richtungsangaben, da sind in Tschechisch. Ja, also das war aber kein festes Ziel. Also wir haben uns halt überlegt, dass wir eventuell zu einem Freund von Ronny fahren. Weil wir halt da vielleicht sicher sind von meinem Ex-Mann oder von meinem Mann. Aber das war jetzt kein bestimmtes Ziel. Aber wir waren halt definitiv nicht in Regensburg. Und wir haben auch nicht irgendwelche Sachen auf dem Parkplatz verkauft. Oder, ich meine, wovon auch? Also, Sie waren in Regensburg. Und Sie waren deswegen dort, bei dem Supermarkt, in dem Sie eingebrochen haben, weil Sie so gut wie kein Geld hatten und weil Sie keine Lebensmittel hatten. Das ist nicht wahr. Also haben Sie einen Zwischenstopp in Regensburg gemacht und haben diesen Supermarkt ausgeräumt. Das ist überhaupt nicht wahr. Wir waren niemals in Regensburg. Wie kommen dann Ihre Fingerabdrücke an die Regale dieses Euro- und Sparcenters? Das kann ich Ihnen sagen. Das möchte ich hören. Ja. Ich war eine Woche vorher war ich bei meiner Freundin. Da auf dem Rückweg, da habe ich mir dann halt noch ein Abendbrot mitgenommen. Aha. Aus diesem hier Euro- und Cent-Markt oder was. Und das war's. Der Besuch wurde auch von dieser Freundin bestätigt. Und das wissen Sie auch, Herr Staatsanwalt. Ja, die kann ja durchaus Ihre Mandantin bei der Freundin gewesen sein. Das schließt ja nicht aus, dass sie danach den Supermarkt ausgeräumt hat. Ja, wieso das? Oder davor. Na, ja, wieso? Also tatsächlich hat die Freundin eigentlich bestätigt, dass sie dort waren. Ja. Angeblich eine Woche vorher. Ja, aber natürlich nicht, dass sie im Supermarkt waren. Gibt's dafür einen Beleg? Ja, also ganz im Ernst. Das war ein Beleg von 3,70 Euro oder was, den habe ich an der Kasse liegen lassen. Gut, aber in der Nacht vom 20. auf den 21.7., da waren Sie nicht in Regensburg? Nein. Wo waren Sie denn dann? Wir waren in irgendeinem Kaff, das war nahe Landshut. Und da haben wir halt im Auto geschlafen. Noch weitere Fragen? Da keine. Keine, dann mal zu Ihnen, Herr Peschke. Also, wollen Sie sich äußern zu dem Vorwurf? Die Kerstin hat doch schon alles gesagt. Ich will aber Ihre Version hören. Wir waren in keinem Supermarkt und haben da auch nichts gestohlen. Und wir haben auch im Rastplatz überhaupt nichts vertickt. Also Sie haben aber bereits als 16-Jähriger Ware aus einem Supermarkt geklaut, oder? Damals haben Sie auch die Ladenscheibe mit einem Pflasterstein eingeworfen. Das heißt doch gar nichts. Damals war damals. Ganz genau. Solche Einbrüche, Herr Staatsanwalt, bei denen Scheiben mit Steinen eingeworfen werden, die passieren zuhauf. Das mag durchaus sein, Herr Verteidiger. Aber komisch ist nur, dass wir in der Schuhsohle des Schuhs von Herrn Peschke Glassplitter gefunden haben. Glassplitter von derselben Konsistenz des Glases aus dem Supermarkt. Der Scheibe, die eingebrochen wurde. Allerdings ist das ein handelsübliches Fensterglas, das sich mein Mandant auf jeder x-beliebigen Straße in seine Schuhsohle getreten haben kann. Genau, ich wiederhole mich gerne. Wir waren in keinem Supermarkt, wir haben nichts gestohlen und auch nichts auf dem Rad, vielleicht irgendwas vertickt. Und jetzt sage ich gar nichts mehr dazu. Gut, dann tritt mir die Beweisaufnahme ein. Axel, los, bitteschön. So, Herr Loos, ich habe eben schon gehört, dass Sie vor dem Saal offenbar eine Auseinandersetzung mit dem Herrn Peschke haben. Sie sind offensichtlich auch verletzt. Brauchen Sie einen Arzt? Hören Sie mir zu nebenbei? Ja, ich höre Ihnen zu. Brauchen Sie einen Arzt oder geht's so? Nein, nein, ich brauche keinen Arzt. Also, der Herr von der Polizei hat Ihnen schon mal die Handschellen abgenommen. Ich sage Ihnen auch gleich, wenn es hier irgendwas zwischen Ihnen noch mal gibt, dann haben Sie ganz schnell die Handschellen wieder. Klar, ist das klar? Ja. Ich belehre Sie, dass Sie als Zeuge die Wahrheit sagen müssen mit einer Falschaussage. Würden Sie sich strafbar machen? Ich belehre Sie insbesondere im Hinblick auf das, was da draußen passiert ist. 55 StPO, Sie müssen auf Fragen nicht antworten, wenn Sie sich selbst belasten können. Alles klar. Gut. Sie heißen Axel Loos, 32 Jahre alt. Sie sind zurzeit in Strafhaft in der JVA München-Stadelheim verheiratet. Das ist richtig, ja. Gelernter Maler und der Ehemann der Angeklagten Loos. Und damit haben Sie ein Zeugnisverweigerungsrecht. Müssen nicht aussagen, wenn Sie nicht wollen. Ich sage hundertprozentig aus, bei den beiden, was die beiden mit mir abgezogen haben. Das lasse ich so nicht stehen. Was haben die beiden denn abgezogen, wie Sie sagen? Ja, beschissen haben die mich. Ja, als ich einsam und verlassen im Knast von mir hingeschwollt habe, habt ihr in meinem Ehebett gepimpert. Gut, so genau interessiert es mich nicht. Du halt, Idiot. Halt. Mich würde eher interessieren, wann haben Sie dann von dieser Affäre zwischen den beiden Angeklagten erfahren? Das muss irgendwann
Mitte Juli gewesen sein. Da ist irgendeiner zu mir hingekommen im Knast. Ja, und er hat mir dann erzählt, dass der Ronny da überall rumprallt, dass er meine Alte da flachlegt. Ja, und da war mir klar, dass ich der Kerstin unbedingt helfen muss. Wieso wollten Sie denn Ihrer Frau helfen, wenn die sie betrügt? Ja, weil der Ronny da der allerletzte kriminelle, asoziale Abschaum ist. Jetzt halt doch mal den Ball! Sie haben Sendepause und von Ihnen will ich keine Beleidigung hören. Ich glaube, okay. Ich habe mich deutlich ausgedrückt. Ja. Sie sind ja nicht das erste Mal vor Gericht. Sie müssen doch eigentlich wissen, wie es läuft hier, ja, oder? Ja, also, ja. Dann erklären Sie mir doch jetzt bitte mal, warum Sie Ihrer Frau helfen wollten. Ja, meine Frau, die weiß gar nicht, worauf sie sich bei dem einlässt. Der Ronny, der ist wirklich gefährlich. Ich weiß ganz genau, worauf ja, ich mich Ja, du weißt gar nichts, das weiß ich. Weißt du was? Und das ist garantiert was Besseres als bei dir. Was kann dieser Scheiße! Ey! So, jetzt reicht's. Also der Herr hier ist mal eindeutig zu aggressiv, dem legen Sie jetzt mal bitte die Handschellen wieder an. Ja, tut mir leid. Und Sie sind eigentlich im Grunde genauso aggressiv, ja? Das ist gut. Also, und Sie antworten jetzt bitte mal auf meine Fragen und zwar im vernünftigen Ton, ist das klar? Alles klar, richtig, verstanden. Also, dann erzählen Sie mir jetzt mal ganz konkret und erklären Sie mir das bitte, warum Sie glauben, dass der Ronny Peschke Ihrer Frau gefährlich werden könnte. Ja, ich weiß einfach, dass der Ronny nicht gut für die Kerstin ist, dass der die so richtig in die Scheiße reitet. Und das sieht man jetzt auch an dieser Sache hier, um die es hier geht. Damit sind wir jetzt endlich beim Punkt, um den es geht. Sie hatten am 22. Juli Hafturlaub. Was haben Sie gemacht an dem Tag? Ja, also jedenfalls bin ich gleich zu mir nach Hause, um nach meiner Frau zu gucken. Ja, ich war natürlich da wie vom Kopf geschlagen. Also Kleiderschränke leergeräumt, Koffer weg, Pass weg, Kühlschrank ausgeräumt, Kerstins Auto weg. Da war mir natürlich ganz klar, was Sache ist. Also Ihnen ist aufgefallen, dass Ihre Frau abgehauen ist. Ja, das ist richtig. Und ich wusste auch ganz genau, mit wem sie nur abgehauen sein konnte. Hier mit ihm, hier mit Ronny. Weil er schon 2 Tage lang seinen Hafturlaub überzogen hatte. Und da hab ich mir natürlich Sorgen gemacht. Deswegen bin ich sofort los, um dich zu finden. Du wolltest uns finden, um uns abzuknallen. Weil du bist viel zu eifersüchtig. Du kommst gar nicht damit klar, dass ich jetzt mit ihm zusammen bin. Womit hätte ich euch denn abknallen sollen, du Trainer? Hat der dir den Scheiß erzählt? Ja, Ronny hat mir das gesagt, aber um mich zu retten. Und du glaubst das auch noch? Kerstin, du bist sowas von dämlich manchmal, ehrlich. Sag mal, los, haben Sie denn im Gefängnis erzählt, dass Sie den beiden irgendwas antun Natürlich wollen, wenn nicht, Sie im bin Hafturlaub sind? Das wäre schön doof, ey, wenn das hier zugeben würde. Genau, außerdem haben wir hier alle das Verhalten von Herrn Loos gesehen. Und da ist es doch mehr als unglaubwürdig, dass er sich Sorgen um seine Frau gemacht hat. Ja. Ist aber so. Also, jetzt haben Sie gerade gesagt, Sie sind sofort Ihrer Frau hinterher. Woher wussten Sie denn, wo Sie sie suchen müssen? Nun, ich habe bei mir zu Hause irgendwo nach einem Hinweis gesucht, wo sie denn jetzt sein könnte. Ja, dann bin ich an Kerstins PC gegangen. Ja, ein bisschen rumgestöbert und auf der letzten aufgerufenen Internetseite. Ja, da habe ich einen Routenplaner gesehen über eine Verbindung von München nach Prag. Da war mir natürlich sofort klar, dass ich auf dem schnellsten Weg nach Tschechien musste. Ach so, ich dachte, es war gar nicht so geplant, wo Sie hin wollten. Nee, war es auch nicht. Ja, der lügt, ist doch klar. Ich hab's doch gesehen, ist aber so. Ja, klar. Herr Loos? Ja. Vielleicht könnten Sie doch mal an dieser Karte hier machen Sie mal kurz den Straßenverlauf einzeichnen. Ja? Wenn Sie vielleicht die Handfesseln abnehmen. Versuchen Sie mal, ob Sie es anhand dieser Karte die Route nachzeichnen können. So, die Route war folgende. Und zwar von München, diese Route über Regensburg, tschechische Grenze, Pilsen bis Prag. So habe ich die Route nämlich gesehen. Mhm. Ist doch ganz interessant. Ich dachte, Sie wollten nicht über Regensburg fahren. Wollten wir auch nicht, sind wir auch nicht. Genau. Ja, der lügt. Ist aber so, ich hab's doch gesehen. Ja, klar. Ja. Sie haben das angeblich gesehen, aber wir können das leider heute hier nicht beweisen, denn bedauerlicherweise sind ja der PC und die dazugehörige Festplatte zerstört. Ja, ich wusste ja nicht, dass man das dumme Ding noch braucht. So, nehmen Sie mal bitte Platz, legen Ihnen bitte die Handschellen wieder an. Wieso ist denn der PC nicht mehr gebrauchsfähig? Tja, ich hab das Scheißding aus dem Fenster geschmissen, vor Wut. Weil meine Alte da einfach durchbrennt. Bist du doch und da habe ich es aus dem Fenster geschmissen.
Ja, dummerweise ist das Ding dann leider in der Regenwassertonne gelandet und war es halt kaputt. Wie praktisch für Sie, Herr Los, denn so können Sie ja einfach behaupten und lügen, dass die beiden über Regensburg fahren. Ich lüge nicht, ich hab's doch gesehen und deswegen bin ich auf einmal mein alten Motorrad die Autobahn runtergeschossen. Und wie es der Zufall jetzt so will, habe ich die beiden genau auf den Rastplatz gesehen, wo ich Halt gemacht habe. Sie standen neben Kerstins Auto, neben Kofferraum. Was haben Sie da gemacht, die zwei? Ja, ich habe dann gesehen, wie sie in aller Seelenruhe an andere Autofahrer mindestens 8 Stangen kippen, so wie ich das beobachtet habe, und auch Flaschen an andere gelogen, Autofahrer verkauft haben. Also schauen Sie mal, aus dem Supermarkt wurden 12 Zigarettenstangen, 11 Flaschen Wodka sowie diverse Lebensmittel im Gesamtwert von 370 Euro entwendet. Und bei Ihnen wurde diese Wodkaflasche, die Stange Zigaretten und diese Lebensmittel im Auto sichergestellt. Das ganze Zeug lag noch bei der Kerstin zu Hause rum. Wir haben das nur von da aus in den Wagen getragen und das war alles. Ach so, zufälligerweise auch genau dieselben Marken, die dem Supermarkt gestohlen worden sind. Ja, ist doch nicht mein Fehler. Zufälle gibt's. Zufall. Also mal nicht so schnell, Herr Staatsanwalt. Keiner kann die Aussage von dem Herrn Los bestätigen. Ja, es hat sich auch kein Reisender gefunden. Es hat sich auch kein Reisender gefunden, der bei den Angeklagten etwas gekauft hat. Wer gibt das denn zu? Die müssen doch bescheuert sein. Aber warum haben Sie sich nicht ein Kennzeichen gemerkt? Dann hätte man da nachfragen können. Hab ich halt nicht. Deswegen bin ich auch gleich auf die beiden zu, als sie abhauen wollten. Und was haben Sie da gemacht? Ich wollte Kerstin davon überzeugen, dass sie mit dem da nicht abhauen soll. Na ja, und dieser Typ da, der Ronny da, der ist gleich auf mich los, ist gleich aggressiv geworden und ist auf mich zugesprungen. Du bist doch auf mich zugerast, wie ein Irrer. Erzähl keine Scheiße. Ich bin unschuldig. Sie sind jetzt vor allem mal ein bisschen leiser und nicht so aggressiv. Und das meine ich sehr ernst und lasse ich Sie sofort wieder hier. Ja, ich sag Ihnen, Herr Staatsanwalt, der Typ, der ist nicht koscher. Der hat jede Menge Dreck am Stecken. Wissen Sie was Konkretes? Herr Staatsanwalt, wenn ich was Konkretes wüsste, ich würde ihn sofort hinhängen. Sofort! Ja, aber die Frage hat einen Sinn. Es hat sich nämlich vor 2 Tagen ein Zeuge bei mir gemeldet, der gesehen haben will, wie der Herr Ronny Peschke einen anderen erstochen hat. Welcher hier? Nee, aber dann jetzt wieder holen Sie sich bitte das mal. Das steht hier in diesem Verfahren überhaupt nicht zur Debatte. Ich mach das. Ja? Tut mir leid. Herr Verteidiger, Sie haben natürlich völlig recht. In diesem Verfahren geht es darum nicht, aber vielleicht geht es doch irgendwie darum. Und wir sind mitten in Ermittlungen, das kann ich Ihnen sagen. So viel kann ich Ihnen jedenfalls sagen. Und interessant ist, dass der Zeuge, der Herrn Peschke für einen Mörder hält, auch zur hier angeklagten Tat aussagen kann und wird. Und deshalb habe ich auch beantragt, den Zeugen nachzuladen. Gut, den Zeugen habe ich auch geladen, den hören wir uns jetzt direkt dann an. Hat noch jemand Fragen an Herrn Los? Keine Frage. Dann nehmen Sie mal bitte da hinten Platz, Sie passen schön auf ihn auf, bitte schön, der Zeuge bleibt unvereidigt. 14 bitte. Der Peschke. Denken Sie wirklich daran, dass Sie jetzt sich ein bisschen zusammenreißen. So geht das nicht weiter. Herr Sinn, guten Tag. Schön, dass Sie hier als Zeuge einfinden, aber Ihren Hund bitte ich Sie doch lieber draußen zu lassen. Die Branka tut doch niemandem was. Die ist ganz brav. Komm, Branka. Das glaube ich ja gern, aber das ist ja eine Gerichtsverhandlung und kein Tierheim. Ja, aber ich habe doch niemanden für die Branka. Und ich kann sie ja nicht alleine draußen anbinden. Außerdem, sie bellt Ihnen das komplette Gericht zusammen, wenn sie allein draußen ist. Ja, das kann ich aus eigener Erfahrung bestätigen, Herr Vorsitzender. Als der Zeuge vor 2 Tagen bei mir war, hat es auch nicht funktioniert. Also gut, dann lassen Sie uns da mal schön brav hinsitzen, oder Sie besser. Und sorgen Sie bitte dafür, dass sie ruhig ist, ja? Dass natürlich, sie uns nicht stört. Wenn Sie bitte gerade noch Ihre Kopfbedeckung abnehmen würden und sich dann hinsetzen. Komm, danke. Dann kann ich Sie schon mal belehren, dass Sie als Zeuge hier die Wahrheit sagen müssen. Ja, wirkt ja wirklich ganz brav hier, Herr Sim. Also Sie müssen die Wahrheit sagen, sonst würden Sie sich strafbar machen. Ist das angekommen so nebenbei? Ja, ich weiß. Sie heißen Fritz Sim, 42 Jahre alt, Sie sind ohne festen Wohnsitz. Also Sie sind zwar gemeldet bei Ihrer Großtante in Schesel, da wohnen Sie aber nicht wirklich, gell? Geschieden sind Sie, gelernter Anlagenbauer, Sie sind aber schon lange ohne Beschäftigung. Ja. Nicht verwandt oder verschwägert mit den beiden Angeklagten hier? Nein. Jetzt haben Sie sich vor 2 Tagen bei meinem Staatsanwalt gemeldet. Warum? Weil ich noch eine Zeitung gefunden habe. Also ein Kollege von mir deckt sich damit immer zu und irgendwann hat er sie liegen lassen. Und da war ein Artikel von den beiden drin. Was für ein Artikel? Naja, dass die beiden einen Supermarkt überfallen haben in Regensburg. Und als ich die Fotos sah, ja, da hat mich fast der Schlag getroffen. Denn der Mann auf dem Foto, also der da drüben, ja, das ist der Mörder von Klaus. Der spinnt doch, der Penner. Peschke, bitteschön.
Ich spinne überhaupt nicht. Das ist die Wahrheit, Herr Richter. Und die Frau, die habe ich auch gesehen. Wann und wo haben Sie beiden gesehen? Naja, in Regensburg. Das ist in der Nacht, als der Klaus umgebracht wurde. Ich war nicht in Regensburg. Also vielleicht ganz kurz zur Erklärung. In der Nacht zum 21.07., als die beiden Angeklagten in Regensburg in den Supermarkt eingebrochen sind, wurde auch in einem obdachlosen Heim ein Bewohner namens Klaus Auer erstochen. Der Klaus, das war nämlich mein bester Kumpel. Und Sie wollen in der Nacht sowohl den Angeklagten Peschke als auch die Angeklagte Loos in Regensburg gesehen haben? Ja. Und wo? Naja, das war so. Ich war auf dem Heimweg zum Obdachlosenheim. Mhm. Ich bin da gelaufen und da habe ich sie gesehen. Sie parkte in der Seitenstraße in der Nähe vom Heim. Sind Sie sich absolut sicher? Ja. Können Sie sich auch ans Auto noch erinnern, was das für ein Auto war? Ja, rot war's. Nicht besonders groß. Also so ein Kleinwagen. Also, die beiden Angeklagten wurden tatsächlich in einem roten Kleinwagen festgenommen. Also, ich habe die ja nie zusammen gesehen. Deshalb habe ich auch nicht kapiert, dass die was zusammen haben. Also der Mörder vom Klaus und die Frau, die geparkt hat. Wo haben Sie denn Herrn Peschke denn gesehen? Das war nachher. Also als ich dann zum Heim zurückging und dann habe ich vorher noch meine Sachen in den Tüten geordnet und so. Und da wollte ich gerade klopfen, damit der Klaus sie aufmacht und mir die Tüten abnimmt. Und da habe ich ihn durchs Fenster gesehen, im Zimmer. Und was hat Herr Peschke gemacht? Er hat auf den Klaus eingestochen. Zwei, dreimal hat er ihm das Messer mit voller Wucht in die Brust gerammt, bis er sich nicht mehr bewegt hat. So ein Bullshit. Ich war in der Nacht nicht in Regensburg und ich kenne auch keinen Klaus. Woher soll ich so jemanden kennen? Doch, du warst da. Ganz bestimmt. Kann es nicht sein, dass Sie meinen Mandanten ganz einfach verwechseln? Vielleicht haben Sie am Abend zuvor etwas zu viel getrunken gehabt. Ich habe was getrunken, ja. Das stimmt. Mhm. Aber nicht viel. Und deshalb bin ich mir auch ganz sicher. Aber dann frage ich mich, warum Sie bei der Polizei keine ordentliche Täterbeschreibung unmittelbar nach der Tat abgeben konnten. Aber das habe ich doch gemacht. Ich zitiere mal aus Ihrer Täterbeschreibung. Der Mörder von Klausi war circa 1,90 Meter groß, hatte sehr kurze Haare, also fast eine Glatze, und einen blauen Pullover an. Das war Ihre Beschreibung. Und die trifft doch wohl auf einen großen Teil der männlichen Bevölkerung zu. Naja, tut mir leid. Ich habe ja versucht, den Mann so gut wie möglich zu beschreiben. Mhm. Aber ich bin darin nicht so gut. Ach so. Beschreiben können Sie nicht so gut. Und mit der Größe, da sind Sie auch wohl nicht so besonders fit, oder? Denn mein Mandant, der ist 1,80 Meter und nicht 1,90 Meter, wie Sie das gesagt haben. Naja, man kann sich doch mal vertun. Aber das Gesicht von meinem Mandanten, da vertun Sie sich nicht? Das wollen Sie ganz genau beschreiben? Ja, das kann ich. Einen Moment mal. Herr Peschke. Finde ich auch. Kennen Sie den Mann? Nee, nie gesehen. Nie gesehen? Ganz sicher, nie gesehen. Vielleicht wollen Sie auch mal hinschauen. Da sehen Sie die Leiche. Ich kenne den Mann nicht. Sie kennen ihn auch nicht? Nein. Ihr lügt, alle beide. Und ich weiß auch ganz genau, warum er den Klaus umgebracht hat und sie in der Seitenstraße mit dem Auto gewartet hat. Und was ist der Grund?